zählt auf jeden Fall zu den größten Spielen, natürlich, dass ich jetzt mit dem FC Heidenheim in meiner langen Zeit hier bestreiten darf. Definitiv Viertelfinale, Pokal gegen die Bayern. Ja, man merkt auch natürlich, dass das Interesse an uns auch deutlich höher ist als sonst. Also es ist das größte Spiel in der Wahrnehmung als Einzelspiel, aber mit Sicherheit nicht unser wichtigstes Spiel. Da hatten wir ganz andere Spiele, nämlich der Weg von der Oberliga Verbands oder von der Verbandsliga bis in die zweite Liga. Natürlich jetzt in der Wahrnehmung ist es ganz was Besonderes, dieses eine Spiel gegen Bayern München in München, wo man der krasse Außenseiter ist. Krasser geht's eigentlich nicht. Es wäre gelogen, wenn man sagt, es wäre kein besonderes Spiel, das ist richtig, aber wie gesagt, es ist ja, kein Spiel wie jedes andere. Sobald das Spiel losgeht, ist egal, ob du vor 10.000, vor 70.000 spielst, vor 5.000 spielst oder vor 300. Ich glaube, das Feld, das ist am Ende immer das Gleiche und auf das konzentrierst du dich am Ende. Einfach ist es überhaupt nicht, weil auch in dem Spiel können wir was verlieren. Es ist natürlich, die Chance ist sehr gering, dass wir weiterkommen, aber wir wollen uns in erster Linie gut präsentieren, wollen auch einen mutigen Auftritt hinlegen, wollen zeigen, dass wir auch gewisse Stärken haben. Aber natürlich werden wir gebunden sein, müssen unheimlich gut und viel verteidigen und da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Deswegen wollen wir uns in das Spiel reinkämpfen, reinbeißen. Und ja, wie gesagt, auch die Bayern beschäftigen, deren sich, dass sie sich Gedanken machen müssen, wie kommen wir da vorne rein. Aber es wird natürlich eine schwere Aufgabe. Ich glaube, keiner erwartet, dass wir weiterkommen, aber man kann von uns erwarten, dass wir alles dafür tun. Wenn Bayern nur einen Hauch einer Chance uns gibt, dass wir dann auch da sind und entsprechend bereiten wir uns so vor wie vor jedem anderen Spiel auch.